Fussi, mal das Bild. Sind wir auf Sendung? Ja. Okay, bitte. Herr Walke, ja? Generationen von Interviewern haben versucht, einmal Sie aufs Kreuz zu legen. Na, guten Abend, Herr Walke. Guten Abend. Bei uns Spaß beiseite, wenn ich es in der Disziplin mit Ihnen aufnehme, doch, dann bleibe ich es. Ich schaffe es. Natürlich. Danke fürs Kompliment. Alle Österreicher schaffen. Welche Kamera? Welche? Drei im Kreis herum. Wir können versuchen. Haben Sie ein Geld für so viele Kameras? Was ist das für ein Sender hier? Ein staatlicher, warum? Ich verstehe es schon. Worauf wollten Sie hinaus? Herr Walkes. Die Antwort stimmt. Sie sind geschäftlich in Wien? Ich bin beruflich in Wien. Ich habe einen Film herausgebracht und ich bin froh, dass ich ihn hier gerade in Österreich zeigen kann, und zwar in Wien, weil wir ein deutsch-österreichisches Team sind. Der Co-Regisseur ist Österreicher, der Skriptgirl ist Österreicher, der Herstellungsleiter ist Österreicher. Das sind alles Österreicher. Ich bin der einzige Ostfriese in dem Team. Das ist ein österreichischer Film. Mhm. Der erste Film war ein großer Erfolg. Was erwarten Sie vom zweiten? Nicht einen ganz so großen Erfolg, weil das sonst würde ich langsam durchdrehen. Das ist ja verständlich, oder? Ist es noch weit dorthin? Nicht mehr sehr weit, aber ein langer Weg. Ja. Herr Walkes. Ja? Er kennt mich. Sie sind jetzt... Ja, erzähl. Sie sind jetzt etwa 40 Jahre alt und wie lange in diesem Geschäft? Ich gehe stramm auf die 30 zu. Fragt Sie, aus welcher Richtung? Wissen das Ihre Haare auch? Ja? Das sagen wir denen nicht. Die fallen immer aus, merkwürdigerweise. Ich wundere mich, wo sie gestern noch, was sie gestern noch überhaupt gehalten hat. Aber wie soll das enden im Jahr 2000? Wo soll das alles enden? Aurig, aurig. Was denn? Im Jahr 2000 sind Sie dann der Didi Hallervorden für die 68er. Ich hoffe, das wäre ja zu toll. Also da habe ich immer großen Wert drauf gelegt. Woher wissen Sie das überhaupt? Wollen Sie mich beleidigen? Na, überhaupt nicht. Ich frage nur, ja. Sehen Sie mal was Anständiges an. Lass Sie mal die Haare wachsen. So, was ist denn überhaupt hier los? Da beleidige ich mich die ganze Zeit. Wie ist mit dem Wetterbericht? Den Wetterbericht können Sie dann verlesen, aber da haben Darf Sie noch zwei Minuten. Ja, das dürfen Sie, aber ich muss Sie noch zwei Minuten quälen. Dann warten oder wir Sie noch zwei Minuten. Oder je nachdem, ja. Oder wollen Sie jetzt Nein, schon nicht beginnen? Nein, nicht jetzt, doch jetzt. Darf doch ich? Jetzt? Okay. Ist das aber live? Ist das live? Dann muss der Wetterbericht leider vier Minuten. Sie bekommen von mir einen Wetterbericht. Oh, meine Fresse, darauf habe ich mich immer gefreut. Ich werde wo steht er denn? Wo steht er denn? Geben Sie mir noch die Texte. Wo ist mein Gott? Der Text ist hier. Jetzt zeige ich Ihnen noch die Kameraposition. Die ist hier. Herr Walkes. Mhm. Der Rest ist Ihr Bier und am Schluss Verabschiedung, wie ausgemacht. Achso. Und nun das Wetter. Ein übers Burgenland liegendes Tief kommt hinten nicht mehr hoch. Nach wie vor strömt kühle, feuchte Luft aus dem Nordseeraum über Mitteleuropa und gegen die Alpen. Moment, das wollen wir erst mal zeigen. Was sind das für Striche? Das kann doch kein Mensch lesen. Was sind das hier? Wer hat da den Stiefel hingemalt? Was soll denn das? Was ist das für ein komischer gelber Fleck? Hallo. Nicht richtig? So was habe ich noch nie gesehen. Das ist ja merkwürdig geformt. Wer zeichnet denn so einen Quatsch hier? Also nochmal von vorne. Ansonsten heiter bis wolkig. Das Wetter für Sie. Über Mitteleuropa und gegen die Alpen. Das Satellitenbild zeigt ein breites Wolkenbild, das derzeit über den Alpen liegt. Das gucken wir uns nochmal an. Hier muss es irgendwo sein. Hier. Können Sie sich vorstellen? Bei den Dardanellen. Den Dardanellen. Oh, Entschuldigung. Das mit. Die Alpen liegen. Die muss ich erst mal zeigen, wo die Alpen liegen. Hier. Das ist alles eingespielt. Hier ist ja alles blau. Hier ist ja gar kein Bild. Was soll ich mit dem Scheiß hier anfangen? Das heißt den Mist. Oh, jetzt sehe ich mich. Für den Bild. Also nochmal. Das Wetter. Die weiteren Aussichten. Es wird wärmer oder kälter. Das hängt vom Wetter ab. Schönen guten Abend. Bin ich doch auf Sendung? Okay. Testet. Kleiner Blick, das haben wir gleich. Guten Abend, meine Damen und Herren. Über das nördliche Jugoslawien. Ich begrüße auch unsere Zuschauer aus der Tschechei. Unsere rumänischen Zuschauer. Sonne, Hurga, Hurga. Braun. In diesem Teil der Alpen. Oh, sehr stark. Hier ist die Apenninhalbinsel. Lebkuchen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.